Hallo, liebe Freunde und die, die es nicht sind. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Tap Heroes und jetzt sagt ihr, warum? Ja, erstens, weil ich es kann und zweitens will ich euch was zeigen. Ich sag aber gleich noch ein bisschen was dazu. Ich habe aber jetzt was Schönes noch. Mein Virenscanner mag dieses Programm nicht. Jetzt werdet ihr sagen, kein Wunder, ich mag es auch nicht. Aber ist ganz putzig, deswegen. Aber ich erzähle euch mal was. Ich muss mal eben eine Sache machen. Ihr seht jetzt gerade, ich habe gerade hier Geld bis zum St. Immerleinstag. Ich werde mal eben kurz bis Level 60 upgraden. Ich glaube, das können wir tatsächlich für alle Figuren jetzt. Ich wollte euch nämlich was zeigen. Ich weiß, es interessiert keine Sau, aber ich zeige es euch trotzdem. Ich werde auch noch ein bisschen was erzählen, warum ich euch das zeige. Tatsächlich cool werden. Ihr seht, wir sind da schon bei der Stage Level 94 und ich will euch mal was zeigen, weil ich denke, bei Level 100 muss was passieren, was ganz interessant ist. Das Spiel hat wie schon mal 300 Level und wie ihr seht, ich muss gar nicht mehr tappen, also ich muss gar nicht mehr klicken, weil meine Figuren sind jetzt so scheiße stark, die haben es gar nicht mehr nötig. Und das schon hier. Also das ist so das typische, was eigentlich bei einem Clicker-Game irgendwann mal das Endgame ist. Das ist eigentlich das, was ihr hier als Powers habt. Seht ihr, ich habe das auch nicht mehr so wahnsinnig gepusht, wobei man das wahrscheinlich, das wird mich irgendwann wahrscheinlich auch wieder böse einholen. Geht es eigentlich darum, dass die Figuren das irgendwann selber können. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein besserer Bildschirmschoner. Und natürlich werdet ihr sagen, hey, ein besserer Bildschirmschoner ist vielleicht nicht das geilste Game der Welt. Das habe ich auch nie behauptet. Ich werde jetzt mal eben gleich noch ein bisschen, na, kann ich auch gleich noch erzählen. Dann haben wir Zeit. Das Level 100 müssen wir reden, das ist ja noch ein bisschen. Clicker-Games, muss man vielleicht mal dem einen oder anderen erklären, sind eigentlich wirklich, wie man schon sieht, kommen vom klassischen Tablet. Also von den klassischen Casual-Games, die ihr ja ganz lustigerweise immer geil findet, außer es zeigt sie euch jemand. Also so Flappy Bird ist ja das beste Beispiel. Ich meine, niemand wird wahrscheinlich sagen, boah, Flappy Bird, super geil, das zock ich seit 10 Jahren und... Nein, das tut man eben nicht. Boah, hab ich denn jetzt hier abgeräumt? Eine Truhe? Geil. So, komm, Poison. Und so muss man das eigentlich auch sehen. Also im Prinzip das, was ich jetzt mache, so lang war ich schon gar nicht in den letzten Tagen mehr im Spiel, sondern ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Ich habe die Sachen gekauft. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen was zu dem Extra-Shop und allen anderen Scheiß, was ich schon irgendwie freigeschaltet habe. Das zeige ich euch ja auch noch. Und mehr macht man da eigentlich auch nicht. Also zum Beispiel bei Plantera, das ist auch das beste Beispiel, bin ich jetzt so im Endgame, eigentlich muss ich nur darauf warten, dass ich mir irgendwas kaufen kann. So, mehr mache ich da nicht. Deswegen, also ihr müsst das nicht so vergleichen wie irgendwie ein Game, was man 40 Stunden zockt. Das ist hier nicht ein Fallout oder so ein Quatsch. Oder ein Witcher. Das ist Blödsinn. Also wer mir das mit sowas vergleicht, dem kann ich auch nicht helfen. Und ihr müsst da auch kein Faible für haben. Das habe ich auch nicht. Hätten die mir wahrscheinlich die beiden Games nicht bestellt, ich hätte sie wahrscheinlich mir niemals angeguckt. Also ich habe beim Engel Standard habe ich Plantera mal gesehen und das okay, denke ich. Ne? Das war für ein Clicker-Spiel ist das okay. Weil solange diese, das sag ich jetzt mal ein bisschen was, solange diese scheiß Clicker-Spiele nicht Realgeld brauchen, ist mir das wurscht. Die meisten Schweine-Games brauchen aber Realgeld. Das heißt, die sind dann so getuned, du kannst zwar was erreichen, aber in 3,5 Jahren. Oder du setzt jetzt echt Geld ein. Und da sage ich dann ganz ehrlich, da hört es dann bei mir auf, weil das ist dann nach meiner Meinung die Smartphone- und Tablet-Abzocke, die man da jetzt drauf hat. Deswegen, das darf man nicht sehen. Ist so ein bisschen das Beispiel, passt ja jetzt gerade zeitlich, nachdem ich ja jetzt hier heute, wo ich das aufnehme, haben wir jetzt auch Pokémon Go offiziell in Deutschland. Ja, ich habe Pokémon Go drauf, ich muss aber noch da noch ein bisschen was machen, weil irgendwie, glaube ich, fürs Tutorial muss jetzt zu irgendeinem Pokestop. Das werde ich heute Abend nicht mehr tun. Egal, so muss man das vergleichen. Die haben ja irgendwie zum Beispiel Pokémon Go haben die ganz schlecht bewertet. Irgendwie mit 7 von 10. Was ist denn das? Ja, das ist ein Casual Game. Also es gibt, ich bin auch kein Fan von Wimmelbildspielen und sonstiges. Trotzdem gibt es Sachen, die okay waren. Zum Beispiel Ghost Whisperer ist so ein Wimmelbildspiel, der fast
großartig. Und das, was wir da noch haben, muss mal gucken, wen ich da irgendwie noch zuquatschen kann, weil das mache ich nicht alleine. Ich habe ja noch ein anderes ganz großes, das würde ich euch auch gerne noch zeigen, oder beziehungsweise das werde ich euch auch zeigen. Das ist eine andere Kategorie. Und wie sie bei Pokémon Go eben kritisieren, dass das eben kein richtiges Pokémon Go-Game ist, sondern eigentlich, ja, wie man sagt, so eine Smartphone-App mit Kamera, müsste das hier genauso sehen. Also im Prinzip ist das eigentlich nichts anderes als ein Game, was man laufen lässt, was, wie der Name schon sagt, nur aus Grinding besteht. Warte mal, ey, gucken wir mal nochmal. Mage eigentlich nicht. Auch mal Poison. Und das lässt man dann so durchlaufen. Und ihr seht ja, wenn man so weit ist, dann muss man eigentlich gar nichts mehr tun, außer warten, dass der jetzt hier die Levels hochklickt und irgendwann weitergeht. Und da das Spiel, was ich vernünftig finde, wie Plantera diese gleiche Geschichte hat, das heißt, wenn du offline bist, also bei Plantera muss man das ja erst freispielen, hier hat man das automatisch schon, dass dieses Spiel sozusagen weiterläuft, auch wenn man nicht dabei ist, macht die Sache vernünftig. Das heißt, ihr müsst euch hier nicht hinstellen und 18 Stunden durchballern. Ich weiß es immer noch nicht, wie das eine Game heißt, was ich mal damals gezockt habe. Das war mein erstes Clicker-Game und da habe ich mal geguckt, wie das überhaupt funktioniert. Und da habe ich mich dann irgendwann aufgeregt, weil es gab da eine Option, du konntest es zurücksetzen, beziehungsweise du musstest es sogar zurücksetzen, weil du ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiterkamst. Weil du sozusagen Fähigkeiten hattest, die konntest du übertragen, jedes Mal, wenn du sozusagen neu gestartet hast. Das gibt es hier, glaube ich, hoffentlich auch nicht und ich hoffe bei Plantera auch nicht. Das heißt, du musstest also das Game mehrfach zocken, damit du deine, oder beziehungsweise deine Figuren solche Skills hatten, dass sie überhaupt weiterkamen. Das halte ich für ärgerlich. Ist aber für ein Clicker-Game normal, weil wir schon nicht mehr Geld verdienen, ne? Wir sind wieder bei der Echtgeldgeschichte. Das hast du hier nicht. Und auch wenn er irgendwie schreibt, gehen oder sonstiges. Ich kann jeden verstehen, der sagt, dass das nicht sein Ding ist. Es ist auch nicht meins. Das nochmal für Leute, die mir nicht zuhören. Da gibt es ja auch so Experten, die nur irgendwie auf Textzeilen reagieren. Keine Beschreibung lesen, aber die Überschrift, das schaffen sie gerade noch. Das ist nicht mein Game, das ist nicht mein Genre. Andererseits verdient aber auch der Hersteller, wenn er mir schon einen Key stellt, dass er auch vorgestellt wird. Das verdient es mit Benehmen. Ich meine, gut, ich weiß, auf YouTube Benehmen ist ein Missverständnis, das weiß. Das ist schwierig bei der Menge Leute, aber das verdienen die so. Und für Clicker-Games finde ich das jetzt gar nicht schlecht. Ich könnte jetzt, wie schon mal hier zum Beispiel auch sagen, grafisch finde ich das. Hau mich nicht um. Das erinnert mich an 640x84 Pixel. Also da bin ich vielleicht auch schon ein bisschen zu sehr verwöhnt. Aber für Leute, die das ist das was. Und wenn ich mir vorstelle, ich lasse das laufen, ich gucke da, jetzt bin ich zum Beispiel wesentlich schon länger drin als die letzten Tage, das habe ich gerade auch schon, glaube ich, gerade mehrfach erzählt. Da mache ich das mal einmal fertig, lasse das laufen und irgendwann werde ich dann Level 300 sein und vermutlich werde ich alle Achievements haben. Also es gibt auch zum Beispiel ein paar Achievements, da weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich hier zum Beispiel in dem Game nicht kriegen. Bei Plantera vermute ich, werde sie kriegen, aber das Ding werde ich hier zum Beispiel nicht mit 100% abschließen, weil da gibt es einfach Sachen, die gehen auf den Sack. Also irgendwie, weiß ich, eine Million mal klicken, nee. Also, nee, garantiert nicht. Das werde ich sicherlich nicht tun. Aber für das, was es ist, macht es einen guten Job und das reicht mir. Und für jemanden, der, das kostet ja auch nichts. Ich meine, ihr vergleicht das so ganz toll mit irgendwelchen Titeln, die das gefühlt 60-fache kosten. Das geht nicht. Das Ding kostet 1 Euro oder so. Das ist nix. Wie ein Handygame halt. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, wie viel Schrott wir mittlerweile kriegen, ich meine, nicht nur diese Geschichte, dass Warner Bros. Da irgendwelche Reviews kauft oder sonstiges, was aber Schatten über Mordor nach meiner Meinung gar nicht nötig hat, weil das Spiel war gar nicht schlecht. Da haben wir genug Scheiße in dieser Branche. Oder Games, die bis heute nicht fertig sind. Denkt an Rollercoaster, diesen Early Access Rotz, der dann irgendwann verkauft wurde. Also, ich glaube, wir haben in dieser Industrie genug Leute, die irgendwie uns bescheißen. Und für 99 Cent, sage ich mal ganz ehrlich, ja, da mache ich keine Welle. Wenn das jetzt hier schon auch wieder echt Geld, ich sag's ja immer wieder gerne, dann würde ich darüber nörgeln, aber naja. Und noch einmal, alles was hier gezeigt wird, muss nicht euer Ding sein, das muss nicht euer Gusto treffen. Das tut es umgekehrt auch nicht. Also wenn, ich bin da ja auch ehrlich, wenn ihr ein Game seht, okay, das hat Potenzial, aber haut mich jetzt vielleicht nicht aus den Socken, dann ist das so. Aber trotzdem, wie schon gesagt, hier ist wieder das, was
die Wirklichkeit ist, ne? Wo der Zuschauer, der mit seinem View ja irgendwie der Meinung ist, dass er total mächtig ist, was er nicht ist. Wenn ein Publisher mir einen Key stellt, außer jetzt mal das Ding läuft nicht, oder das Ding ist absolut indiskutabel, was ich auch schon mal einem geschrieben habe, das war auch wirklich Zustand. Da tue ich euch das nicht an, weil wenn etwas nicht läuft, dann erstens brauche ich nicht die Frust und zweitens, das ist nichts für euch. Oder andere Sachen, die eben, wo man sieht, man zockt 5 Minuten und das Ding ja, landet im Daten-Nirvana und da passiert nichts mehr. Das tue ich euch garantiert nicht an, aber das hier zum Beispiel. Ihr müsst ja auch nicht großartig jetzt irgendwie dieses Video feiern noch einmal. Es wird keiner gezwungen, alles toll zu finden. Weiß Gott nicht. Aber ich sag's mal so, dass man mir schon die Freiheit lässt, was ich auf meinem Kanal mache, das hätte ich dann doch schon gern. Also da finde ich es ja lustig. Also der schönste Kommentar, ich glaube, den hat er mittlerweile schon wieder selber gelöscht. Auch da konnte ich gar nicht schnell genug sein, weil das ist auch so geil. Das sind auch so Leute, die ich so ganz besonders mag, die irgendwie Scheiße schreiben und das dann selber löschen. So einen Anschein machen, als hätte ich da jetzt den großen Zensurbalken fallen lassen. Nein, das tue ich nicht. Weil ihr wisst ja, auch das ist zum Beispiel so, ich bin einer der wenigen, der die Kommentare beantwortet. Ich meine, ich weiß, ihr lauft auf allen möglichen Kanälen rum. Es gibt ja sogar Leute, die mittlerweile, weiß ich nicht, bei mir nur noch einen Daumen nach oben geben und bei anderen, weiß ich nicht, ganze Blöcke an Text schreiben. Naja. Aber, ja, ist egal. Ihr müsst das nicht feiern, ihr müsst das nicht gut finden. Ihr müsst einfach nur mal sehen, was das ist und vielleicht mal einfach zuhören. Auch das ist zum Beispiel bei einem Punkt, wo ich dachte, was schreibt denn da wieder einer? Ja, ihr habt einen Fehler in der Titelzeile gemacht. Ja, schön, ist mir auch schon mal passiert. Schon öfter mittlerweile, glaube ich, der 5. oder 6. Fehler in 5 Jahren. Uiui, ich bin nicht fehlerfrei. Super. Und? Dann kann man sagen, wenn man da einen Fehler gemacht, das haben andere auch schon geschafft. Das haben ja auch schon mal Leute private Nachricht geschrieben mit der Firma, da hast du hier falsch kopiert. Aber natürlich kann man auch schreiben, Scheiße. Ja, richtig, weil dann wirkst du natürlich richtig pfiffig. Nee, dann wirkst du wie ein Oberlehrer und wie ein arroganter Pfeifenkopf. Aber wieder, auch nicht meine Denke, sondern das machst du dann selber. Nein, also das hier für euch wirklich, ne, ihr müsst das nicht angucken. Ihr könnt es angucken. Es ist sozusagen eine Gabe von mir. Aber, wie schon gesagt, hier ein ganz wichtiger Punkt. Auf meinem Kanal mache ich das, was ich möchte. Und nochmal für die Leute, die das irgendwie nicht verstehen, die mir dann auf den Sack gehen oder solche Sachen sagen, wie zum Beispiel hier bei dem, ich glaube, da war es jetzt nicht, ich glaube, bei Plantera hat, glaube ich, irgendeiner geschrieben. Ich hoffe, ihr seht das noch, weil wenn ich das immer sage, dann sind meistens die Leute nicht so mutig und lassen ihre Kommentare stehen, dann sind die meisten schnell wieder weg. Ihr seid tolle Helden. Hat, glaube ich, irgendeiner geschrieben, was weiß ich, man wird damit seinen Kanal riskieren und die Autorität und bla und die was auch immer und hallo, ich mache Videos auf YouTube, meine Seele ist eh nichts wert, die kannst du gegen Panini-Klebebilder tauschen, also komm mal klar. Und abgesehen davon, jeder, der Videos macht im Gameplay-Sektor, macht das auf eigenes Risiko, also deswegen, es gibt Sachen, ach komm. So. Gucke ich mal was auf die Uhr. 13 Minuten, das ist schön. Dann können wir jetzt eben den Kampf gegen Level 100 mitnehmen. Jetzt muss es das nächste Viech geben. Ja. Was war das denn? Wut. Das ist geil. Okay. Das ist ja geil. Zurück. Nee, komm, da kann ich hin. 99. Wie geil ist das denn? Ja, jetzt haben wir aber was zu lachen. Ich dachte, ich wollte euch mal eben kurz cool Level 100 zeigen. Das können jetzt, das schreibe ich jetzt auch in die Kommentare oder beziehungsweise in den Titel. Level 99 Epic Fail. Also, was ihr jetzt gesehen habt, jetzt ist genau das Problem. Der Krieger, und das ist hier das Wichtige von den Werten, hat nicht den entsprechenden Level, um sich mit dem Drachen da zu bespaßen. Ja, das ist ja geil. Das ist ja geil. Wollte ich euch mal eben kurz so ein tolles Video zeigen, ey. Geht überhaupt nicht. Egal, zeige ich euch was anderes. Also, hier gibt es Edelsteine. Es gibt hier noch eine Möglichkeit, das ist neu. Ihr könnt mit den Gems Upgrades machen. Habe ich noch nicht gemacht.
habe ich vermieden. Habe ich nicht riskiert. Weiß ich also noch nicht, was es da bringt. Das sind hier sozusagen die, wir nennen sie schön, die göttlichen Kräfte. Ihr geht einfach mal auf die Werte. Ich denke, da ist jeder so weit des Englischen mächtig, dass er das sehen kann, was da für Prozente und sonstige stehen. Das sind Fähigkeiten, die spielt man frei. Die muss man allerdings kaufen. Und wie ihr seht, habe ich keins davon. Deswegen kann ich euch da gar nichts sagen, was da irgendwie alles passiert. Was die Beschreibung da ist, seht ihr, aber da ich es nicht gekauft habe, ist das für mich uninteressant. So, ich gehe mal hier bei den Mage. Rogue nochmal, Stun Power, Speed, Poison. Genau, und natürlich der Krieger, das ist das Wichtigste. So, der hat also hier, wie gesagt, der kann bis 300 Schaden machen. Ist schon unter einer Minute. Das seht ihr, glaube ich, der kloppt hier die Gegner weg ohne Ende. Hat 345 Health. Wie ihr gesehen habt, haut der Drache wahrscheinlich für 500 gleich zu mit einem Schlag. Das heißt also, hier muss definitiv Health nach oben gehen. Und das wird sicherlich nicht so leicht sein, wie man denkt. Können wir mal eben kurz auf die Level abwarten. Hier seht ihr, Critical haben wir eine 60% Chance. Das heißt also, mehr als die Hälfte der Schläge sind schon kritisch. So, hier kann man dann noch Attack und Health bei 25 hochsetzen. Das würde wahrscheinlich jetzt Sinn machen, weil ich hier ja voll die Fresse poliert kriege. Health hoch. Ach du Scheiße, um 5. Ach du Scheiße. So, das ist der Extra-Shop. Den Banker habe ich komplett ausgemaxt. Also es gibt 3 Level. So, innen ist, wird man irgendwie geheilt zwischen den Levels. Halte ich für total uninteressant. Potions, weiß ich nicht, ob die automatisch genommen werden, sonst würde das für den Kampf jetzt auch keinen Sinn machen. Die Vertrauten haben richtig Spaß gemacht, weil der hat richtig aufgeräumt. Den habe ich einmal hochgegradet, da hat er schon aufgeräumt. Hier bei Level 2 hat er richtig Power gemacht. Und wenn wir jetzt tatsächlich irgendwie die Chance hätten, dass wir nochmal ein Steinchen kriegen könnten, was natürlich super wäre, dann würde ich irgendwie nicht zeigen, was passiert, wenn man den nochmal weiter upgradet. Ich denke, dann ist der auch auf maximal. Und dann macht er richtig Power. Aber ihr habt ja gesehen, das bringt gar nichts, sondern ich muss erstmal mehr als ordentlich leveln. Du Scheiße. Das hätte ich nie erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Hast du da so die Fresse probiert? Ich zeige euch mal die Achievements, die ich habe. Ah, ist hier mit Gegner. 1000 habe ich besiegt. Jetzt bin ich aktuell bei 1091. Jetzt sogar 10.000. Jetzt ist 100.000. Da ist 1 Million. Also, das halte ich für unrealistisch. So. Hier seht ihr, viel Kohle man da machen muss, also ich sag, das würde ich niemals auf 100% hinkriegen, sei denn vielleicht gefühlt über 500 Jahre. So, 500 mal gelevelt habe ich. Ja. Tem, ihr seht, ich bin gerade mal bei 25.000, 50.000 wäre der nächste Level, also da ist noch ein bisschen was. So, leveln. Weiter. So, da sind die Truhen. Also noch 5 Truhen finde, gibt es sowieso einen Stein. Hier seht ihr zum Beispiel, dass es auch Punkte gibt, wenn man die Magie ruft, die ich noch gar nicht habe. Gems, genau, Level 100 habe ich erreicht. Das heißt, das habe ich auch. Und das, glaube ich, habe ich soweit auch. Genau, und hier ist der tolle Drache, der mich gerade mal eben geplättet hat. Hier, die anderen habe ich alle besiegt. Das war also der letzte, der sozusagen auf der Karte war. Aber ihr seht ja gerade, was da gerade passiert ist. Das war nicht so geil. So, einmal helfen. Aber wahrscheinlich muss ich den machen. Mal gucken, wie das läuft. Naja, gut. Machen wir noch ein Level. Dann reicht das auch für das Video. Der tatsächlich irgendwie Level 75 sein oder so. Ja, das wird natürlich, das wird scheiße, aber gut. Versuchen wir es halt morgen nochmal. Egal, ich bin euer Mr. Battle 1970. Ihr seht vielleicht nochmal ein Video, wenn ich da irgendwie weiter bin. Wahrscheinlich Level 100 seht ihr jetzt nicht nochmal. Aber, ja, deswegen, und macht euch nicht immer Gedanken, was wie wo gezeigt wird. Ja,
Lasst mich das schon machen. Ich weiß schon, was ich tue. Auch wenn Leute das, glaube ich, nicht nachvollziehen können. Aber es gibt vielleicht auch Sachen vor und hinter den Kulissen, die wichtiger sind. Vielleicht für die Leute, die keine Ahnung haben, wie sowas funktioniert, um Keys zu kriegen von Publishern, musst du erstmal den Scheiß machen, damit du die guten Sachen kriegst. Die sind ja nicht bescheuert. Aber wahrscheinlich schaffen das auch Leute nicht. Naja, egal. Sollen sie halt Urlaubsvideos machen oder andere Sachen, dass sie vielleicht besser können. Ich bin euer Mr. Venom1970. Viel Spaß, abonnieren, kommentieren, werden und dann sehen wir uns bald. Tschüss.